Fußball ist hier nicht erlaubt, denn wer das mag, der wird geschlagen. Natürlich war das so Spaß. Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu unserem spaßigen kleinen Spielchen. Zu meinem Techpack in der 1.7.10. Also ich muss es ja jetzt wahrscheinlich da auch mal anfangen zuzusagen. Wie gesagt, auf Twitch machen wir ja die 1.9.4 unsicher. So, jetzt mal kurz gucken. Da brauchen wir das da und das da kriegen wir, wenn wir Aloy-Schmelter. So, du bist der Aloy-Schmelter. Ja, mal gucken mal. Ja, guckst du mal. Und da haben wir so ein bisschen Electrical Steel. Bam, bam, bam. Ja. Fußballfreie Zone, hier zumindest bei mir. Was ich ja beim nächsten Mal angefangen hatte, guten Morgen, ich bin die Nachtschwester, angefangen hatte zu erzählen. Wie gesagt, wir haben einen Kollegen, der sehr Fußball begeistert ist, die auch Statistik-Tabelle führt und sich im Moment auch über das, glaube 0-0 gegen Polen tierisch aufgeregt hat und halt einen Tag vor dem, an dem Tag des Spiels war das, um genau zu sein. Hört sich mal so, er redet da groß über Fußball, unser guter Engländer und andere Kollegen gucken an, Fußball interessiert uns nicht. Ich so, was? Welche, die kein Fußball mögen? Ich sofort hin, ich sage, wie, ihr mögt kein Fußball? Wie, du auch nicht? So, nö, interessiert mich ein Scheiß, egal, WM, EM ist mir sowas von Latte. Ah, wie könnt ihr nur, aber... und... ja, da ist mir so eine... haben wir uns dann halt noch ein bisschen weiter unterhalten und schön über die ganzen... was so Fußball, 20 Idioten rennen hinterm Ball her zum... Nein, nein, ach, schon wieder. Der größte Idiot drückt hier auf irgendwelche Sachen in der Smeltery. Nein, jetzt reicht die Pearls nicht. Die Pearls, sie reichen nicht, sie reichen. Ah, komm, mach mal das so. Und da kam mir so eine kleine Erinnerung, habe ich auch im gestrigen Stream schon erzählt. Ich habe mich daran erinnert, ich habe als Kind eins meiner schönsten Geschenke bekommen. Das war mir so, wir hatten Besuch, Ehepärchen, gute Freunde, Familie. Und so nach dem Motto, so, was magst du eigentlich für einen Fußballverein? Ich weiß nicht, wie alt ich da war, irgendwo 10, 11, 12, keine Ahnung, schieß mich tot. Nein, nein, ich mach's schon wieder, Ach, Mano, konzentrier dich doch. Und Fußball hat mich damals schon so null interessiert. Keine Ahnung, Fußballverein, was kennst du denn? Mir fiel als erstes Bayern München an, die schreit, Bayern? Und zum nächsten Geburtstag bekam ich dann wunderschöne FC Bayern München Fanbettwäsche geschenkt und T-Shirt und hab mir gedacht, geil, was sollst du damit? Hab dann halt natürlich auch, ein Kind will ja auch nicht enttäuschen, groß Freude gespielt, anscheinend sogar überzeugend, denn es wurde mir wohl auch abgenommen. Und ich habe mir gedacht, geil, was sollst du damit? Ja, danach hatte ich halt Bayern-Bettwäsche. Natürlich, wenn der für Fußball so null über hat, war schon, ja, ist schon, ne, ein Ding. Ein Ding der Unmöglichkeit. Hab die Bettwäsche aber heute noch. Weiß ich, hab's ja dann halt auch, man musste sie natürlich auch mal aufziehen und Riesenfreude, auch wenn sie, oh ja, die Bettwäsche ist so toll und die so, oh, man muss dann halt immer so ein bisschen falsch spielen. Vielleicht hätte ich doch Schauspieler werden sollen. Wie gesagt, ich hab's heute, sie war sehr bequem, das muss man zugeben, sehr bequeme und angenehme Bettwäsche. Hab's dann auch nicht weggeschmissen oder verschenkt oder so, das brachte ich dann doch nicht übers Herz. Ja, nee, guckt an, da haben wir noch ein Schaf. Vor allem, wir haben ein schwarzes Schaf. Oh. Ja, euch hole ich auch noch. Erstmal hole ich hier von den Nacktschafen zwei. Die waren ja hinten irgendwo. Da. Nacktschaf gesichtet. Da kommt der böse Mann geflogen. Und zack. Und zack. Und zack. Hat er sich zwei Schafe geklaut. Wie fies und gemein er doch ist.
So, keine Ahnung, wo setzen wir denn mal die Schaffarben hin? Also ein Schäfer, den könnte man ja da hinten irgendwo. Haben wir noch, habe ich nicht. Bräuchte ich auch noch. Bäh, genau. Um zurückzukommen auf die Geschenke, wie gesagt, wäre mal meine Frage, habt ihr denn vielleicht in eurer Kindheit auch mal Geschenke gekriegt, wo ich gedacht habe, oh mein Gott, was soll ich damit? Das, also auch so ein Geschenk wie ihr jetzt hier, wo man eigentlich, ist es nützlich, aber praktisch gesehen, hätte man sich über so ziemlich alles andere besser gefreut oder mehr gefreut. Habt ihr sowas vielleicht auch gehabt? Dann schreibt es mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Ja. Die können wir schon mal an Manne legen. Ich brauche jetzt aber Zaun. Und ach ja. Na, was für Fußballverein magst du? Rödel, Rödel, Knack, Knicks. Man hörte die Zahnräder im Kopf rotieren. Und das Erste, was mir einfiel, war Bayern. Also es hätte jeden Verein treffen können, der mir in den Sinn gekommen wäre, dass er noch schlimmer daran. Ja, dann hätte ich zu dem Zeitpunkt gesagt, keine Ahnung, St. Pauli, hätte ich wahrscheinlich St. Pauli mit Fashion bekommen. Ah. Ja. Schön war es auf jeden Fall irgendwie auch. Und was soll man machen? Ja, Mai. Man freut sich halt trotzdem darüber. Oder tut zumindest so. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Schaffarm, wie gesagt, da hinten irgendwo hin. Mal gucken, wie, was, wo, wer, warum. Da, 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 can touch this. Da, 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 da. Yeah! Und dann machen wir die Schafe frei. Dann sind sie wollig und wir haben Wolle dabei. Was? Keine Ahnung. So, Schaffarm, Wollfarm. Wolle, meine Wolle kaufen? Könnten wir hier hinbauen. Hier auf den kleinen Hügel drauf, ne? Vielleicht nicht hier, dass es da so ein Stückchen hochgeht. Ja. Poison Ivy! Was will der Herr Okami mit Poison Ivy? Ich mache mir einen Giftgarten irgendwo hin. Wie bei, wenn wir es hier weg haben, das Zeug. Ja, doch. Ah, oh, da ist ja noch mal Jager. So. Machen wir erstmal den da. Haben wir noch Erde dabei? Wir haben noch Erde zum Klatschen dabei. Das ist gut. Ich nehme mal lieber mal die kleine Schaufel, die wir dringend auch mal reparieren müssen. Ja, Kuh. Das wird kein Stall für dich. Tut mir leid. Geh bitte weg. Gehen Sie woanders hin, ziehen Sie ja weg. Los. Hier kommen Schafstelle hin. Kühe haben hier nichts zu suchen. Da. Nö, ja, du mich auch. Du mu mich auch mal, du. Ah, soll, glaube ich, sich erstmal ausgehen. Ausgehend von der möglichen Größe für die Schafe sollte das erstmal reichen so. Jetzt ist da doch die Kuh drin. Was soll denn das? Sag mal, willst du mich... Hier, hau ab! Hau ab! Du bist fast tot! Willst du dich wirklich mit mir anlegen? Gut, das kann... Klein und Flauschi würde jetzt sagen, nur keine Schafe und, Schweine töten, warum auch immer. Aber euch kann ich, zu gut Wurscht verarbeiten. Geil, Symmetrie! Symmetrisch-popetrisch. So, Blümchen, Blümchen. Haben wir noch mehr Blümchen, okay. Fackelmann und Söhne. Da, 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 da. Da, 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 da. So, da haben wir ja symmetrisch. Das heißt, hier machen wir noch eins hin. Wie sieht's? Oh, kurzer Leck. Drei. Okay. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Shit.
Mal 1, 2, 3, 4, 5. Bah! Mausruckel. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mist, wir bräuchten noch einen mehr nach hinten. Wo kommst du denn jetzt her? Dann wäre es noch etwas symmetrischer. Und ich will ja die Symmetrie, die pure, die reine, die geile. What? Ja, ihr wisst schon was, ne? So, den machen wir mal weg, dass da nicht irgendwie noch mal eine Kuh versucht reinzuhüpfen. Ja, diese Kühe, diese geilen alten Rindviecher, ne? Die gehen auch auf alles, was bei drei nicht im Gehege ist. Im richtigen Gehege. So, jetzt muss ich hier kurz wieder gucken. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Passt. Dich würde ich hier aber ganz gerne reinhaben. Aus irgendeinem Grund, der mir noch nicht so ganz bekannt ist, versuche ich durch das Schaf zu fliegen. Los, 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 los. Los, 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 los. Los, los, los. Ja, rein da. Ja, ja. Nein! Gehst du mal zu? Hier kommst du nicht durch. Nein! Ich bin der größere Dickkopf von uns beiden. Das glaub mal. Weißt du was, Schaf? Weißt du was? Ich spiele unfair. Das kannst du aber mal glauben. Ich... I play never fair. Meh, meh, meh. Yay. Meh. Baha, Schafe. Wir haben Schafe, Schafe, Schafe. Wollen Schafe kaufen? So, jetzt müssen wir nur diese anderen beiden da, die Klippenschafe, kurz retten. Und dann haben wir da doch so ein bisschen was drin. Ja. Wie gesagt, was waren eure sozusagen unschönsten Geschenke, die ihr bekommen habt. Das hatte ich ja im Stream schon. Hat einer erzählt, ja, er hat mal braune Unterwäsche bekommen. Da denkt man sich auch, geil. Was willst du damit? Das ist also auch, das ist auch ein echt mieses Geschenk, braune Unterwäsche. Schön. Dum, dum, da, 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 dum, da, da, dum. Hallo Schäfchen. Theoretisch brauchen wir eine riesen Schaffarm, wo dann alle Schafe in allen wunderschönen Farben auch gezüchtet werden. Aber das machen wir jetzt mal nicht. So, Wolle! Wolle! Halt! Er schert schneller als sein Schatten! Und du frisst schneller als dein Schatten, oder was? Meine Güte! Ja, du, nochmal. Na, reicht ja auch. Das sollte uns ja reichen. So, ihr wollt Weizen haben, wenn ich mich nicht irre, ne? Du bist irre. So ungefähr. Problem ist, wenn ich die jetzt da... Da kommt doch Grau raus. Das wären doch Grauschafe. Wir bräuchten noch ein zweites Black Sheep. Da-da-dum-da-da-da-da-dum. Noch ein schwarzes Schaf. Tralalala. Das machen wir uns jetzt gleich. Wunderbar. Tralalala. Und alles nur, um da bequemer hochzukommen. Meine Güte. Was ein Aufriss. So, hier irgendwo müssten doch hier auch die Seeds schon drin sein. Da, die Seeds sind weg. Das Poison Ivy Gedöns. Muss ich gucken, wo ich das. Das schmeiße ich auch erstmal unten in eine Grabbelkiste. So viel Weizen brauche ich, glaube ich, auch nicht. Aber Punkto. Wo fliege ich denn wieder hin? Ich habe heute auch wieder irgendwelche Verflugserscheinungen. So, das Poison Ivy schmeiße ich erstmal hier rein. Weg ist. Ach komm, hier den Zaun schmeißen wir auch erstmal da rein. Die brauche ich jetzt auch dann erstmal nicht. Wir haben jetzt ein bisschen Wolle. Da kommen wir mit hin. So. Nein. Die beiden Souls. Soul Vialis. Schmeiß mal hier rein. Zack, 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 zack. Hier hatten wir auch alles. Wunderbar. So, righty then. Eine Enderpearl. Eine kleine Enderpearl. Yay.
Dann kann ich auch so... Also in der Theorie, zack, zack, kann die Wolle weg. Die Wolle kann weg. Und dann haben wir hier Black Wool. So, da kommt die Black Wool rein. Mal den da und das hier, was war denn das? Schönes, was hat er gerade? Whitestone Gravel. Ah, passt schon. Oder wartet. Wartet? So, passt schon. Guti. So, Weizen haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Alles klärchen, wir sind gleich ready. Ready, steady, go. Da. So. Living in einen neuen Elevator. Zack. Das passt auch. Ach, schwarz wollte ich ja mitnehmen. Ein bisschen was zum Schwarz färben, damit wir ein neues schwarzes Schaf haben. Es ist dann zwar ein Pseudo-Schaf, es ist dann ein getöntes Schaf, aber wir machen das mal. So, zack. Wunderbärchen. Das freut uns doch sehr. So, schnell schlafen. Nase juckt. Dann noch Elevator setzen, dann noch Schäfensch und ja, ich glaube, dann machen wir jetzt noch fertig. Dann sollte ich genug haben, oder machen wir... Eigentlich möchte ich doch noch eine Folge machen. Ja, und die machen wir einfach auch. Dementsprechend vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.